Kabinengeflüster. Der Handball-Podcast aus dem Medienhaus Mainich. Präsentiert von Green Monkey. 50. Folge, Kabinengeflüster, Jubiläum heute. Das Ganze wie immer präsentiert von Green Monkey. Heute mit dem besten Torschützen der Bezirksoberliga Odenwald Spessart, und zwar mit Niklas Jäger von der HSG 2020 Gladbach-Halbach. Niklas, hallo. Servus, Can. Ey, cool, dass das geklappt hat. Hier auf dem, wir nehmen um 16.45 Uhr ist es jetzt genau, auf den Sonntagabend oder Nachmittag auf. Ist bei dir alles gut? Ja, soweit. Bisschen verkatert, bisschen müde. Ja, das wäre jetzt auch gerade mein Einstieg gewesen. Wir haben ja beide gestern gespielt und bei uns ging es ja danach noch auf Weihnachtsfeier. Wie war es bei euch? Gab es irgendwie noch eine kleine Feier nach dem Spiel? Ja, wir haben Pizza bestellt, waren im Vereinsheim, ein bisschen noch was getrunken. Ja. Ja, manche sind auch in die Stadt gegangen, der Rest ist dort geblieben und dann... Bist du nicht so ein Party-Typ oder wie sieht's aus? Ja, man, doch, Party kann man schon machen, aber ich bin jetzt nicht so direkt der Clubgänger. Ja. Also auch gerade im Sommer so eher Biergarten, irgendwo draußen ein bisschen was trinken, als so im Club zu sein. Ja. Ja. Ja, gut, das ist ja auch immer Typsache. Gut, ja, stimmt, gestern gegen Sulzbach, ne? Habe ich gesehen, habt ihr gespielt. Da kommen wir auf jeden Fall später noch drauf zu sprechen. Ich mache aber jetzt, in jeder Folge mache ich so, dass der Gast sich einmal selbst vorstellt. Deswegen, Niklas, stell dich doch einfach mal für die Leute, die dich nicht kennen, selbst vor. Ja, ich bin der Niklas Jäger, bin 23, komme aus Gladbach. Ja, spiele auch schon immer in Gladbach, jetzt mittlerweile dann HSG Halbach-Gladbach. Ja. Und ja, 2020 ist es dann zu einer Spielgemeinschaft gekommen, dann zwischen Gladbach und Halbach. Haben die beide BOL gespielt? Ja, Gladbach ist ja abgestiegen und Halbach müsste auch BOL gespielt haben, glaube ich, ja. Okay. Ja, wie kam das? Warum? Ja, es waren auf Gladbacher Seite von der Jugend her weniger Nachwuchs da, um längerfristig halt auch ein eigener Verein zu bleiben. Und ich glaube, dass es bei Halbach ähnlich war. Mhm. Und dann hat man sich halt dazu entschlossen, einen neuen Verein zu gründen. Okay. Und dann war es erst ein Jahr als MSG, also nur die Männerspielgemeinschaft, und dann wurde halt 2020 der neue Verein gegründet. Das heißt jetzt auch mit allen möglichen Jugendmannschaften, ja, Damenabteilung habt ihr auch? Ja. Ja, okay, ist ja geil, ey. 2020. Okay, ja, aber das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, ob du bei Gladbach auch angefangen hast. Hast du ja gerade gesagt, spielst schon immer dort. Aber nie in der Jugend mal irgendwie versucht, ein bisschen, wie soll ich sagen, auch mal aus der Komfortzone rauszugehen oder so? Oder einfach dich immer wohlgefühlt in Gladbach? Ja, es war eigentlich, ich habe mich immer wohlgefühlt, ja. Ich habe auch als Kind immer eigentlich zeitgleich Fußball gespielt auch. Oh, krass, okay. Und habe aber mit dem Handball dann im Handball-Kindergarten in Gladbach angefangen, weil da auch in meinem Kindergarten die eine Erzieherin halt das gemacht hat mit dem Handball-Kindergarten. Handball-Kindergarten? Ja. Was wird da gemacht? Also, also erstmal, ich glaube, den Ball so ein bisschen halt mit ins Spiel gebracht. Okay. Erstmal auch, ja. Und ja, so hat sich das halt dann immer weiterentwickelt. Ja, okay. Aber das war wirklich ein also nennt sich das nur so oder war das wirklich dein Kindergarten? Ja, also... Das war schon vom Verein. Ach so, das war die Jugend, aber so die erste Jugend. Genau, das hieß halt einfach Handball-Kindergarten, wo halt die aus dem Kindergarten so zum Handball gebracht wurden und da mal so reingeschnuppert haben. Okay, ich verstehe. Ja. Ich dachte gerade, das ist extra irgendein Kindergarten, wo es nur um Handball geht, das Alter. Nicht. Das wäre ja aber komplett verrückt gewesen. Das stimmt. Ja, krass, ey. Ja gut, bevor wir aber dann auf die aktuelle Saison mit Gladbach... Soll ich jetzt immer Gladbach-Halbach sagen oder kann ich auch nur Gladbach sagen? Dann beschweren sich wahrscheinlich die Halbacher, wenn ich nur Gladbach sage. Könnte sein, ja. Ja, dann muss ich jetzt... Oder du sagst ich sag einfach HSG. Die HSG. Ich sag HSG. Genau. Okay, dann reden wir ab sofort von der HSG. Ja gut, bevor wir auf die HSG zu sprechen kommen, mache ich es immer so, dass ich ein bisschen Aktuelles mit den Leuten durchgehe, die bei mir hier im Podcast sind. Und ich würde dir ganz gerne ein Video zeigen. Das ist völlig absurd. Kennst du, also es ist ein ehemaliger, muss ich schon fast sagen, deutscher Nationalspieler. Der heißt Till Klimke, sagt der Name dir was, ist Torhüter. Ja. Ja.
Jetzt wurde ja der 35er-Kader für die EM bekannt gegeben und da war er nicht drin. Und dann wurde er in einem Interview nach dem Spiel wurde er dazu befragt, so, ne, was, ob er frustriert war oder sonst irgendwas. Und da zeige ich dir jetzt mal, kurzen Moment, zeige ich dir hier dieses Video, wie er darauf geantwortet hat. Ich mache das dann im Podcast so, dass ich das Video einfach hier reinschneide. Ich bin gespannt, ob du sowas schon mal gesehen hast. Gestern den 35er-Kader bekannt gegeben für die Euro. Du stehst da nicht mit auf der Liste. War es für dich überraschend? Bist du sehr enttäuscht? Ach nein, ich glaube, man hat sehr gut gesehen, dass, muss aufpassen, was ich jetzt sage, aber dass das, ja, viele, viele Ahnungslose da drin sind und ja, das sage ich jetzt auch, glaube ich, zu Recht und ja. Was meinst du mit schwer, ahnungslos? Schwer zu sagen. Das verstehe ich jetzt gerade tatsächlich nicht. Wo ja, sind das ist halt, ahnungslos? Das ist halt ein politisch geführter Handballverein und ja, dann kommt es halt mal so, dass man nicht eingeladen wird, wenn man nicht ja, also, du gut meinst, dasteht oder der beste Freund vom Bundestrainer ist, ne? Also du meinst Ahnungslose beim DHB? Ja, natürlich. Das sind aber sehr scharfe Worte der Kritik. Ja, Tim. Gerne. Und unfassbar gut, oder? Ja, ist schon wild, auf jeden Fall, ja. Er beginnt das Interview mit: Ich muss aufpassen, was ich jetzt sage. Ja. Und was macht er? Er passt überhaupt nicht auf, was er sagt. Ja. Also ist wirklich. Vielleicht hätte er ja noch ein bisschen weiter ausgeholt, wenn er das nicht noch vorher gesagt hätte. Das mag sein, ja. Aber wirklich, du musst, ich weiß jetzt nicht, wie. Guckst du ab und zu mal Handball Bundesliga? Ja, ab und zu schon, ja. Also. Der hat ja auch schon mal Nationalmannschaft gespielt und da war das auch völlig gerechtfertigt, ne? Von der Leistung her ist ja auch ein super Torhüter. Aber dieses Jahr läuft es ja in Wetzlar und bei ihm persönlich auch jetzt nicht wirklich so gut. Also ich habe mal geschaut, der hält über die Saison hinweg 26%. Und die Torhüter, die da vor ihm eingeladen worden sind, ich glaube, die halten alle besser, außer Daniel Redmann. Und deswegen schon krass, wenn du eigentlich so eine durchwachsene Saison spielst und dann dich da hinstellst und so ein Interview abgibst. Hat aber jetzt ein Statement auf Insta rausgehauen, wo er sich irgendwie entschuldigt hat bei den ganzen Verantwortlichen und so. Und da wird er jetzt schon wieder in den Kommentaren irgendwie abgefeiert, ne? Weil er halt irgendwie so, ja, keine Ahnung, seit langem mal wieder ein Sportler, der halt einfach nicht immer nur das, was ja. jeder sagt am Mikrofon, weißt du, ja. ich meine, sondern auch einfach mal das, was er wirklich denkt. Aber es ist halt, glaube ich, auch immer extrem schwierig, in so Positionen seine ehrliche Meinung zu sagen, weil du musst halt eigentlich das sagen, was die Medien hören wollen. Ja, oder was und, in dem Fall der DAB hören will, ja, weißt du, oder ich mein? Was dir vorgegeben wird, was du nicht sagen darfst oder ja. sagen musst oder, ja. Ja, ich meine, auf dem Niveau gibt es ja auch so Medientraining und so, so Media-Coaches, ja. die dir halt genau sagen, ey, so bei der und der Frage, da kannst du so irgendwie ausweichen oder sonst irgendwas. Ja, aber er hat da diesen Weg gewählt, aber ist irgendwie auch, ich weiß nicht, ich fand es irgendwie auch mal cool. Ja, ja also, es muss, glaube ich, die Sportler auch geben, die so safe. Offen einfach mal rausreden und auch mal was sagen, was den Offiziellen irgendwie oder den Medien ja. nicht gefällt. Ja. Aber man muss halt irgendwie aufpassen. Aber es war halt auch nach dem Spiel, vielleicht war es ja, jetzt auch nicht verloren. Kein gut, ja, dann genau. die Emotionen und alles, dann genau. ist so eine Frage ja. halt irgendwie unpassend auch. Ja. Wie bist du, wenn ihr verloren habt, bist du so einer, der dann auch ziemlich abgefuckt ist oder bist du so, ah komm, scheiß drauf? Nee, es fuckt schon ziemlich ab. Ja? Ja, es ist aber auch generell auch, finde ich, wenn man gewinnt, ist klar, ist immer schön, wenn man gewinnt, aber es ist dann trotzdem auch zum Teil halt scheiße, wenn es einfach kein gutes Spiel ist. Ja. So, das, klar, ist schön, wenn man gewonnen hat, aber... Also du bist ja schon emotional dann schon ziemlich mit dabei. Ja, aber ich glaube auch eher so für mich selbst. Also ich trage das dann vielleicht einfach nur so nach außen hin, dass ich halt so einen abgefuckten Eindruck mache, aber ja. ja, bin jetzt dann nicht irgendwie richtig laut oder ja. verarbeitet das halt irgendwie dann einfach für mich und bin so für mich einfach die nächsten Tage dann abgefuckt. Echt? Zieht es sich bei dir über so einen langen Zeitraum? Ja, es war jetzt vor allem beim Odenwald-Spiel halt, das war... das war schon schade, weil das hätte man schon auf jeden Fall an einem guten Tag gewinnen wir das Spiel auf jeden Fall. Das war schon ein bisschen ärgerlich. Ja. Ja.
Boah, ich muss sagen, das hat sich bei mir so jetzt mit der Zeit so krass verändert. Also früher, wenn ich ein schlechtes Spiel gemacht habe, boah, das habe ich wirklich noch tagelang mit mir mitgezogen Ja. irgendwie. Und da meinen ganzen Tag oder die folgenden Tage noch davon beeinflussen lassen, so, weißt du? Eigentlich total bescheuert, wenn wir mal ehrlich sind, ne? Es ist Ja, eigentlich nur das Handball, ja. stimmt, ja. Und jetzt mittlerweile ist es auch schon fast so, dass ich, wenn ich jetzt so ein schlechtes Spiel mache oder eine schlechte Aktion im Spiel habe, dann versuche ich das immer irgendwie so wegzulachen und lach so künstlich. Aber Ja. irgendwie ist das, habe ich da jetzt so für mich so einen Weg gefunden. Also wenn mich in Zukunft irgendjemand auf dem Feld lachen sieht, dann eigentlich bin ich mega abgefuckt gerade. Ja. Also da habe ich so, hast du irgendwie so einen Weg, wie du, ich meine, im Spiel hat man ja immer mal schlechte Aktionen. Manche lassen sich davon beeinflussen im Laufe des Spiels, im weiteren Verlauf des Spiels und manche eben nicht. Hast du da irgendwie irgendwelche Methoden oder ist es bei dir so, wenn du die ersten zwei verwirfst, dann kannst du abhaken das Spiel? Also ich glaube, wenn man die ersten zwei verwirft, ist es auf jeden Fall im Kopf erstmal ein gewisser negativer Druck vielleicht da, weil man sich denkt, so ja, man kann es besser, jeder weiß, dass man es besser kann auch und man will es ja natürlich auch besser machen. Und ich glaube, für mich selbst ist es einfach, dass ich mir dann halt irgendwie immer sage, so auch wenn es jetzt ein, zwei daneben gegangen sind, so der nächste muss einfach drin sein Ja. und dann Ja, ist er aber hoffentlich auch meistens dann so drin. Angst, hast du Angst vor Fehlern? Hast du Angst, Fehler zu machen? Ich meine, du bist jetzt absoluter Leistungsträger in einer Mannschaft, ne? Das ist natürlich immer noch mal was anderes, wie als wenn ich, keine Ahnung, als junger Spieler irgendwo eine, was weiß ich, zwei Ligen höher wechsle und muss ich erstmal so beweisen. Ja, aber in so einer Situation warst du ja mit Sicherheit, als du in den Herrenbereich gekommen bist, auch noch, oder? Ja. Wie war das da für dich? Hattest du Angst, Fehler zu machen oder bist du einfach aufs Feld und hast gedacht, komm? Ja, man muss sich halt irgendwie bewusst sein, dass Fehler passieren können und dass jeder Fehler macht. Und klar, Fehler sind blöd, auch im Spiel. Aber ich glaube, durch Fehler wirst du halt auch besser und kannst an dir arbeiten. Und ich glaube, eine gewisse Angst, Fehler zu machen oder ein schlechtes Spiel zu machen, hat man immer ein bisschen so im Hinterkopf, aber man darf sich davon halt irgendwie nicht zu sehr beeinflussen lassen. Man muss halt dann trotzdem sein Ding machen. Das ist die Kunst an der Sache, ne? Ja. Ja, vor allem, wenn du, ich meine, wenn du mal so ein paar Spiele hattest, wo du einfach jetzt auch mal in Folge dann nicht gut gespielt hast. Ich weiß nicht, ob das, ich meine, so wie es gerade bei dir läuft, wahrscheinlich eher nicht so in dieser Saison, aber vielleicht in den Jahren davor. Ja, ist schon, dann nimmt man so die letzten Spiele immer noch mit ins nächste Spiel, weißt du, ich meine? Ja. Was eigentlich total, Alter, das ist halt das Schlimmste, was passieren kann, ja. Ah ja, gut, Niklas. Wir waren gerade beim Aktuellen und da würde ich jetzt einfach mal weitermachen. Ja. Dann update ich dich jetzt mal so erste, zweite, bisschen dritte Liga, Oberliga, Landesliga. Und wir fangen an, erste Liga, ja. Eisenach, das ist der Aufsteiger, die haben jetzt 7 Mal in Folge verloren gehabt, haben jetzt Ja. wieder gewonnen. Gegen Leipzig zu Hause. Rhein-Neckar-Löwen, die haben nur einen Punkt geholt zu Hause gegen Lemgo. Finn Zecher übrigens, ich weiß nicht, sagt dir Finn Zecher was? Der war auch mal hier im Podcast, der kommt auch hier oder hat hier in Großwallstadt in der Jugend gespielt. Okay. Der geht jetzt nach Lübecke. Ich weiß, dass er und sein Papa den Podcast hier hören, deswegen kann ich jetzt mal sagen: Finn, herzlichen Glückwunsch zu deinem Wechsel, für deinen Wechsel zum TuS Lübecke. Ich denke, das ist eine super Adresse für dich. Und dann machen wir weiter. TV Großwallstadt bei Michael Spatz Comeback. Der hat gestern gespielt mit 41. Nochmal ein Comeback. Richtig krass, aber leider kein Tor gemacht. Ich weiß jetzt nicht, wie viel er gespielt hat. Die haben aber leider stark ersatzgeschwächt verloren gegen Lübecke, Ja. über die wir es gerade schon hatten. Ich weiß nicht, gehst du ab und zu mal zum TVG in die Halle oder verfolgst du es so ein bisschen? Also in die Halle eher selten. Also so ein, zwei, drei Saisonspiele schaut man sich dann schon mal an. Aber eher dann auf YouTube Highlights oder mal so ein paar Spielzusammenfassungen einfach. Hast du dein oder habt ihr dein dieses neues Nee, Streaming-Anbieter? Nee, ich habe nee. kein Abo davon, Ja, nee. gut. Die haben jetzt auch ab und zu haben sie immer wieder so auf YouTube so frei empfangbare Spiele. Ja. Und was ich gesehen habe, TVG lädt immer Highlights auf YouTube Ja, hoch, ne? genau, das Das habe ich jetzt stimmt. auch gesehen, ja. Ja, das ist eigentlich ganz geil, ja. Das stimmt. Ja, wir haben gestern auch gespielt, wir haben gewonnen. 37-33, war alles dabei gewesen. Ich habe Tor selbst gemacht, 2 Minuten bekommen.
Ich habe letzte Woche zwei Tore gemacht, jetzt wieder eins. Ich glaube, jetzt schon 6 Saisontore. Ich bin auf einem guten Weg. Aber gestern, das waren 59 Minuten und 50 Sekunden gespielt. Also das Spiel war schon rum. Wir haben 6. Feldspieler eingewechselt, weil wir einer weniger waren. Mhm. Ich auf der Bank. Und ich war so in Gedanken, dass ich dann einfach so wieder ins Feld reingelaufen bin. Ohne Grund. Also wirklich ohne Grund. Dann war es Wechselfehler, ja. Und ich hoffe, das wird jetzt nicht allzu teuer, was die Mannschaftskasse angeht. Das stimmt. Ja. Was bist du so für ein Mannschaftskassentyp? Bist du so einer, der da gern mal viel reinzahlt oder passt du immer schön auf? Beides eigentlich. Das ist so eine gute Mischung. Ich versuche eigentlich aufzupassen, aber man vergisst immer mal was. Man kommt immer mal ein paar Minuten zu spät. Und da muss ja auch Geld rein in die Kasse. Ja, auf jeden Fall. Das ist wichtig. Da muss Geld rein. Wo geht's für euch dann hin auf der Abschlussfahrt? Das steht noch nicht fest. Ja. Also auf jeden Fall war jetzt im Gespräch, dass wir wegfliegen wollen. Aber wohin, ist noch offen. Aber ihr seid nicht so eine Mannschaft, wo es heißt, okay, Mallorca und es gibt nichts anderes. Nee, jetzt so fest Mallorca würde ich nicht sagen, nee. Wir waren letztes Jahr in Düsseldorf. Mhm. Und waren da einfach ein Wochenende, das war auch ziemlich geil. Ja, hat mir auch gut gefallen letztes Wochenende, muss ich sagen. Ja. War wirklich cool. Düsseldorf. Ja, warst du schon mal am Ballermann? Nee. Noch nie am Ballermann gewesen? Also tagsüber war ich mal da, weil ich halt nicht jetzt direkt am Ballermann Urlaub gemacht habe, sondern halt auf Mallorca. Aber wir waren dann einen Abend mal dort, aber jetzt so das richtige Megapark, Ballermann. In diesem Bamboleo. Ja, ich glaube da. Okay. Und also so richtig Ballermann habe ich jetzt noch nicht mitgemacht, aber kommt noch. Muss auf jeden Fall auch mal sein, glaube ich, ja. Ich denke auch, Alter, muss man überlegen, mein erstes Mal Mallorca, ich glaube, da war ich sogar noch 17 damals, oder war ich 18 schon? Nee, ich war 9, ich war frisch 18. Ach, Alter, das ist wirklich, da haben sie mich, die Story habe ich hier im Podcast auch schon erzählt, tut mir leid an die Story schon kennen, da habe ich auch schon, also damals noch schon in Hanau gespielt, und da waren wir im Megapark und ich war ganz, also und auf einmal war ich ganz alleine, so und ich hatte so, du musst überlegen, ich hatte so ein Kostüm von so einer Kuh an, von so einer pinken Kuh, weil ich der Jüngste war, es war übel heiß da drin in diesem Teil, das glaube ich. Und auf einmal die ganze Mannschaft weg. Und ich so, ach du Scheiße, schon natürlich mega einen im Kopf gehabt, Alter. Ich so, wo sind jetzt alle Leute hin? Ich mit meinem, ich habe so einen schlechten Orientierungssinn und auch nicht gewusst, wo es zurück zum Hotel geht. Ich habe dann nur den Namen vom Hotel gewusst und dann stand so eine Pferdekutsche vorm Megapark. Und dann bin ich zu dem Typen hin, habe alles Geld, was ich hatte, das waren 60 Euro oder so, für 2 Minuten Pferdekutsche, habe ich ihm 60 Euro gegeben, hat er mich ins Hotel gebracht. Also, stark. Ja. Also, lass dich nicht von Pferdekutschen-Typen abziehen, und pass immer schön auf, wo deine Mannschaft ist. Ja, das werde ich mir merken, auf jeden Fall. So als Tipp von mir, mir fällt gerade auf, es ist total schwierig hier im Podcast, ich habe ja jede Woche einen neuen Gast, da immer halt die Geschichten nicht doppelt zu erzählen, weißt du, ich meine? Ja, das glaube ich, ja. Wir sind gerade aufs Thema Ballermann gekommen und die Geschichte habe ich halt bei meinem letzten Gast, wo ich schon mal Ballermann irgendwie, wo das zum Thema kam, habe ich die Geschichte natürlich auch schon erzählt, ja. Also es tut mir leid an die Hörer, aber irgendwann gehen mir die Storys auch aus, ja, aber mein Gott, die werden es überleben, ja. Machen wir mal weiter. TuS-Bo, Obernburg, die haben vor uns gespielt gegen unsere zweite Mannschaft. Mhm. Da stand es, ich bin reingekommen, stand es 16-6 für Obernburg, 16-6, dann stand es 20-10. Okay. Und am Ende geht das Spiel 30-30 aus, völlig verrückt. Ja. Am Ende muss Hanau 2 eigentlich noch gewinnen, also es ist wirklich absolut verrückt gewesen, das Spiel. Ja. In der Landesliga gewinnt Bachgau, Niederrhoden 2 verliert, damit sind die beiden wieder punktgleich. Mhm. Und dann kommen wir schon zu BOL. Das ist ja da kennst du dich ja wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen mehr aus, ne? Ja. Niklas, da bist du ja führend an der Torschützenliste. Gestern gegen Sulzbach, erzähl mal, ihr habt mit 8 gewonnen, glaube ich, ne? Wie war's? Ja, war ein gutes, schnelles Spiel auf jeden Fall. War wichtig, dass wir die 2 Punkte geholt haben. Mhm. Das war auch auf jeden Fall unser Ziel, unser Anspruch. Von hinten raus eigentlich gut gespielt. Es waren ein, zwei unglückliche
Entscheidungen dabei oder von uns Aktionen mit 2 Minuten. Ja. Aber da ich meine, ihr habt nur 19 Gegentore kassiert, ne? Das ja. ist ja schon so gut. Ja, das war Abwehr ist dieses Jahr auch ja. was, wo wir wirklich stark sind. Ja, ja. Ich meine, ihr habt übrigens, du hast 8 Tore gemacht, hast 2 Siebenmeter verworfen, ne? Was war da los? Ja, ich weiß auch nicht. Das war sehr unglücklich. Wo hast du das die 7 Meter hingeworfen? Hat mich auch sehr genervt. Den ersten wollte ich links flach werfen. Ah. Da ist er mit seinem Fuß noch so dran gekommen. Ja. Und bei dem zweiten wollte ich ihn tunneln und habe ihn an den Standfuß geworfen. An Standbein. Ja, das war sau unglücklich. Okay. Aber finde ich gut, dass du nach einem, also es gibt ja manche, die nach einem verworfenen ja. 7 Meter wechseln. Aber du nimmst den zweiten auch nochmal? Ich habe es mit dem einen aus der Mannschaft von mir, mit dem Steffen, weil er auch manchmal 7 Meter wirft oder geworfen hat. Und er kommt dann immer zu mir und fragt mich, ob ich mir den nächsten nehmen will oder ob er werfen soll oder jemand anders. Und ja. dann sage ich ihm auch immer, dass ich den nächsten reinhause. Und er kam auch noch, als ich den zweiten verworfen habe, kam er auch zu mir und hat mich gefragt, ob ich ob den dritten werfen will. Und da habe ich gesagt, ja, der dritte muss rein. Ach, du hättest dann auch den dritten jetzt auch nochmal geworfen? Es kam nicht zum dritten. Ich habe auch die ganze Zeit dann im Kopf gehabt, so wenn der dritte kommt, der muss rein. So, das ja. ist dann auch für mich selbst so, dass 2 Siebenmeter verwerfen, ist also von zwei ist schon scheiße eigentlich so. Safe, ja. Ja, aber ja. da bin ich auch froh, sage ich mal, das Vertrauen zu haben. Ja. Es ist, glaube ich, auch schwierig, dann, wenn man dann sieht, der hat 2 verworfen und er nimmt sich den dritten trotzdem. Aber. Ey, das, aber ich sag mal so, das ist auch schon. Irgendwie spricht es schon sehr für dich, so würde ich jetzt mal so sagen, ne? Weil da hast du dann einfach die Coronas und sagst so, ey, nee, das kann ich so nicht stehen lassen. Ich gehe da jetzt nochmal hin, hau das Ding rein, ja? Ja. Ja. Das ist aber, glaube ich, auch schwierig, wenn du dann 2 verworfen hast oder auch einen verwirfst und dann wirft der nächste. Dann ist es die ganze Zeit in deinem Kopf, so, ja, du hast den letzten hast halt verworfen so und. Ich glaube, für sich selbst braucht man auch einfach so, das, so einen Push für sich selbst, dass man dann sagt, ja, der Nächste muss einfach ja. rein und dann nimmt man sich den und wirft ihn halt hoffentlich rein. Hoffentlich? Ja. Ja, also wenn du den dritten noch, auch noch verworfen hättest, den vierten hättest du nicht nochmal genommen. Ne? Nee. Da wäre es dann auch rum gewesen. Ja. Ja gut, aktuell steht er ja auf dem 2. Tabellenplatz, aber glaube ich, weil Zimmern weniger Spiele hat, ne? Ja. Da habt ihr 2 Minuspunkte mehr als Odenwald und Großzimmern. Ja, aber Odenwald hat, glaube ich, auch ein Spiel weniger. Ja, das kann sein. Ich habe nur die Minuspunkte angeguckt. Und, aber wir hatten auch unglückliche 2 Minuspunkte in Hörstein bekommen, weil okay. da hatten wir 2 aus der A-Jugend dabei. Und anscheinend darfst du nur 2 Spiele am Wochenende machen. Ja. Und die 2 haben halt A-Jugend gespielt, 2. Mannschaft. Oh. Und dann waren sie halt Sonntagabend, kamen sie, glaube ich, vom A-Jugendspiel und haben dann bei uns halt die letzten 5 Minuten noch mitgespielt. Und Scheiße. Deswegen haben wir dann die 2 Minuspunkte bekommen. Scheiße, Alter. Ja, sau ärgerlich. Ey, jetzt stell dir mal vor, das ist dann am Ende ausschlaggebend. Ja. Ey, Junge, Junge, Junge. Ja gut, aber was meinst du? Jetzt, wie gesagt, 2 Minuspunkte habt ihr eben jetzt mehr als die 2 Konkurrenten da oben. Ja, meinst du aber, da geht noch was in Richtung Aufstieg? Oder wollt ihr aufsteigen oder wie ist da so die... Also es war jetzt nicht Saisonziel aufzusteigen. Ja. Es läuft jetzt überraschend gut, was jeden von uns auch freut. Es kann, glaube ich, aber noch viel passieren da oben mit Odenwald und Zimmern. Mhm. Ja, ich glaube, das kann noch auf jeden Fall eine ziemlich spannende Rückrunde werden. Ja, denke ich auch. Ich muss mal gucken, ein guter Kumpel von mir spielt bei Großzimmern im Tor. Und vielleicht, wenn ihr gegen Zimmern spielt, schaue ich mir das Ganze mal an. Das mache ich eigentlich ganz gerne dann immer von den Leuten, die ich hier im Podcast zu Gast hatte, dass ja. ich mir da mal ein bisschen was anschaue. Ja. Ich will jetzt was, das ist schon wieder eine Geschichte, die ich schon tausendmal erzählt habe. Ja, aber die Schiri, ich hatte letztens ein paar Schiris hier aus Niedernberg. Und die zum Beispiel, die waren jetzt auch schon zweimal, oder der Luca war zweimal bei einem Spiel von mir, genau. Und jetzt letztens waren sie nochmal zusammen bei mir.
Was auch mega cool ist, Alter. Und dann nach dem Spiel noch geschwätzt miteinander. Ja, gestern in der Halle den Marcel Rapp gesehen, der bei mir im Podcast war, Tobi Raab. Also ist wirklich mittlerweile, egal wo ich in der Halle gehe, hier in der Region, irgendwen hatte ich Man schon mal sieht hier immer sitzen. irgendeinen, Ja, ja. also ist schon wirklich, wirklich mega geil, ja. Ja. Aber ich meine, wir hatten es gerade von Aufstieg, wenn es mit der HSG, ne, haben wir ja gesagt, mit der HSG nicht klappt. Aber was ist mit dir persönlich? Ich meine, du Verrückter wirst in 13 Spielen fast 130 Tore. Also wenn mein hängengebliebenes Mathehirn da noch mitkommt, sind es fast 10 Tore pro Spiel, ne? Ja. Also gestern wären es auch wieder 10 gewesen, hättest du halt mal die 7 Meter gemacht. Es hätten auch, glaube ich, Hast du aus dem Feld 13 oder sein was können, auch noch liegen lassen? ja. Ja, okay. Aber wenn jetzt ein Verein aus einer höheren Liga anklopfen würde, wäre das für dich interessant? Also vom Grund auf her eigentlich erstmal schon. Es ist ja auch irgendwie was Gutes, sage ich mal. Spricht für einen, aber klar ist es, glaube ich, auch cool, höher zu spielen. Einfach, ja, anderes Niveau, andere Leute, andere Handball. Aber ich fühle mich aktuell sehr wohl. Und ich würde jetzt auch, glaube ich, lieber noch länger mit der Mannschaft so zusammenspielen, weil ich glaube, dann ist da auf jeden Fall auch Potenzial nach oben. Ja. So, und dann bleibe ich lieber, mache ich das lieber mit der HSG so, als jetzt irgendwie zu wechseln, nur um halt ein Eine oder zwei Ligen Liga. höher zu spielen. Ja. Aber grundsätzlich hättest du da schon Bock drauf, oder? Auch in Landesliga oder Oberliga dann mal zu spielen, oder? Ja, ist bestimmt auf jeden Fall Ja. eine coole Erfahrung, ja. Ja, ich meine, ich glaube, es wird auch immer noch ausdiskutiert, ob jetzt bald eine Landesliga auch geharzt werden soll. Ich glaube, du bist doch bestimmt auch so ein Spieler, der da Bock drauf hätte, oder? So mit Ja, Harz zu spielen. ich glaube, Harz macht schon Spaß, ja. Ich glaube, ich habe ein Spiel gemacht bis jetzt mit Harz. Es war schon was anderes auf jeden Fall. Es ist natürlich Safe. am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig, Ja. aber Aber es macht viel mehr Spaß. Also ich ja. glaube, ich kann es gar nicht mehr ohne wahrscheinlich. Und ich meine, ich spiele im Tor, ne? Also ich habe, Ja. we also bei mir ist es eigentlich, ist es scheißegal. Es macht mir eigentlich das Leben nur schwerer, dass die Feldspieler harzen dürfen. Aber Alter, es macht einfach 20% mehr Spaß gefühlt Ja. mit Harz. Es ist halt aber auch schwierig mit den Hallen. Du hast halt vor allem hier im Umkreis überall Hallen, wo halt Harzverbot ist. Und dann Genau, ja. bräuchtest du halt eine extra Handballhalle. Ja, und das ist halt, glaube ich, dann eher unwahrscheinlich. Weil es Ja. bringt halt auch nichts, wenn du in der Liga harzen darfst, aber selbst keine Halle hast, wo du mit Harz spielen oder trainieren kannst. Und Ja. dann. Ich meine, in so Hallen wie Barmhausen oder Bachgau. Ich meine, Bachgau hatte in der Jugend ja jetzt auch Jugendbundesliga da mal mit den Mädels gespielt gehabt, glaube ich. Und da wird ja auch geharzt. Und in Barmhausen, die haben in der Oberliga gespielt, da wurde dann auch geharzt. Und in den Hallen war auch, oder ist auch, Harzverbot, absolutes Harzverbot, ja. Ja. Aber die haben dann irgendwie, ich weiß nicht genau, wie sie es geregelt haben, aber irgendwie, ich meine, ich weiß, dass die Babenhäuser Halle dem Landkreis gehört, glaube ich. Dass, ob die da irgendwie eine Sonderregelung oder sonst irgendwas gemacht haben, keine Ahnung. Ja. Ja, ich meine, bei uns, wir müssen auch nach fast jedem Training die Halle putzen. Ja, vielleicht ist es da dann auch so, ja. Also, wir haben da jetzt ein neues System. Unter der Woche spielen wir halt Aufwärmspiele, Fußball, Basketball und da Ja. sammeln wir Punkte. Und die 6 Spieler, glaube ich, die am Ende der Woche am wenigsten Punkte gesammelt haben, die Die müssen. müssen die nächste Woche die Halle putzen. Jawohl. Ja. Und zum Glück bin ich mittlerweile Team Alt beim Fußball. Ja, und kann da wenigstens beim Fußball noch ein paar Punkte sammeln, ja. Ja. Ich meine, im Basketball sind wir jetzt auch nicht verkehrt da und dann passt das eigentlich. Ich muss wirklich eher selten die Halle putzen, von daher ist das Ja, Glück wirklich. gehabt, ja. Ja, wirklich, ja. Aber das ist das Team Alt. Das dominiert halt irgendwie. Ist Gerade beim bei Fußball, euch auch so? ja, das. Ich weiß, ja, Ich habe das. das noch, also ich habe wirklich jetzt schon in ein paar Mannschaften gespielt und ich habe es noch nie erlebt, dass Team Jung irgendwie dominant war. Also immer mal wieder. Es kommt drauf an, weil wir halt auch viele Junge dabei haben, aus der A-Jugend dann auch, die mittrainieren. Ist man doch hin und wieder auch als Jüngere schon mal Team Alt. Aber wenn dann eher weniger Junge da sind, ist auch Team Jung ab und zu schon das bessere Ja. Team. So, das, ja. Habt ihr so einen,
Ich meine, ist bei dir in der Mannschaft einer, wo du sagst, Alter, der könnte jetzt auch sofort in einen Fußballverein gehen, kicken? Sag jetzt nicht du. Ich weiß, dass du gleichzeitig, du würdest jetzt du sagen, ne? Also möglich wäre es auf jeden Fall, würde ich sagen, ja. Aber wir haben einen, der es wahrscheinlich gerne auch würde. Der Sam, der ist der Ronaldo so aus der Mannschaft so ein bisschen. Oder er versucht es zu sein. Das ist immer ganz witzig. Ja. Aber der kann auch schon Fußball spielen, ja. Wie spielt ihr? Also Torhüter ohne Hand oder und von überall schießen? Ist hallenabhängig tatsächlich. Echt? Also wir trainieren ja in 4 unterschiedlichen Hallen. Oha. Ja. Oha. Also so zum Beispiel dann Montag Gladbach, Dienstag Heilbach und Donnerstag Heilbach und die Woche drauf ist dann dienstags in Hößbach. Also das wechselt sich dann ab. Okay, ja. Okay. Und da kommt es dann auf die Halle an, ob mit Hand gespielt wird oder nicht oder ob das Tornetz hinten aus ist dann. Ja, okay, aber was hat das mit der Halle zu tun, ob der Torhüter Hand nehmen darf oder nicht? Ich weiß auch nicht, wie das gekommen ist, aber... Ich kann es mir vorstellen. Wahrscheinlich war in Heilbach die Regelung ursprünglich so. Wahrscheinlich. Und deswegen wird in der Heilbacher Halle so gespielt. Das kann sein, ja. Alter. Ja, in Heilbach wird auch mit Hand gespielt, ist das richtig. Und in Gladbach wird ohne Hand gespielt. Ja, siehst du mal, ne? Ja. Alter, ich sehe nicht so aus, aber Fuchs, nicht so schlau, aber so stinkig. Ja, da habe ich meinen kurzen Gedankenblitz gehabt. Ja. Gut, Niklas, ja, okay, dann haben wir das auch geklärt. Ja, und dann würde ich jetzt schon zu Top 7 kommen. Ich habe dich gerade vor dem Podcast erstmal aufgeklärt, was die Top 7 Rubrik überhaupt ist, aber ich schätze, du wirst es trotzdem geregelt kriegen, oder? Ja, ich denke schon. Du hast dein Leben lang in Gladbach gespielt, ich gehe davon aus, bei der HSG gespielt oder wie wir es auch nennen wollen jetzt. Ja. Du wirst jetzt nicht die größte Auswahl wahrscheinlich haben, aber ich denke, das wird trotzdem, die eine oder andere Anekdote wird da dabei sein jetzt. Deshalb, ich nenne die Position, du nennst den Spieler und sagst einfach ein paar Takte, warum du dich für ihn entschieden hast, ja? Okay. Gut. Und vielleicht kenne ich auch den einen oder anderen. Mal gucken. Ja. So, wen hast du im Tor? Im Tor? Du lachst schon. Du musst jetzt wirklich aufpassen, wen du nennst, weil wenn die sich das dann anhören, ne, die heben dann manchmal auch ein bisschen ab. Ja. Deswegen lache ich jetzt auch schon, weil mir vorher auch schon der ein oder andere gesagt hat, oder beziehungsweise ein bisschen Druck gemacht hat. Dass du ihn nennen sollst, oder was? Ja, und da ist gut, dass wir beim Tor heute anfangen, Matze. Matze Freier, unser Torhüter. Also unser einer Torhüter. Aha. Der Paddy ist ja der zweite. Heißt er Matthias oder Matze? Matthias. Matthias? Ja, okay. Und jetzt, warum entscheidest du dich für ihn? Ja, ist einfach ein geiler Typ. Ja? Also vom Charakter her einfach ein guter Kerl. Ja, auf jeden Fall. Und im Tor, ist euer erster Torhüter? Oder ist bei euch... abwechselnd so ein bisschen wechselt das? Die Torhüter machen das unter sich aus. Wer anfängt, wer das bessere Gefühl hat. Krass, okay. Aber ich glaube, egal wer von beiden anfängt, Paddy auch die letzten Spiele sehr stark gehalten, als Matze krank war auch. Also ist eigentlich egal. Leistungstechnisch ist es egal. Ja. Okay. Also Matze, würde ich sagen, ist schon ein besserer Torhüter, weil Paddy halt auch aus dem Feld kommt. Paddy ist auch ein starker Torhüter, ja. Ja, ich habe auch mal im Feld gespielt, bis zur C-Jugend. Aber dann bist du ja 2000er Jahrgang. Ja. Ja, dann haben wir bestimmt in der Jugend mal gegeneinander gespielt. Das muss doch sein. Was bist du denn für ein Jahrgang? 99. Okay. Also wenn du in der Jugend mal gegen Babenhausen gespielt hast? Ja, auf jeden Fall, glaube ich, ja. Dann haben wir mit Sicherheit mal gegeneinander gespielt. Ja. Krass, ey. Kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Ja, das kann gut sein, weil ich auch oft, also so C- und B-Jugend, immer auch eine Liga, also eine Jugend höher mittrainiert und gespielt habe. Ja. Das kann schon gut sein. Das habe ich vorhin vergessen zu fragen. Wie hast du es echt mit dem Fußball gemacht? Also, als du beides gleichzeitig gespielt hast, hast du da jeden Tag entweder Fußball oder Handball trainiert oder was? Ich glaube schon. Also so genau wie das im Training damals war, kann ich mich gar nicht mehr so genau erinnern. Aber es wird wahrscheinlich so gewesen sein, dass dann so gut wie jeden Tag irgendwas war. Wann hast du nur aufgehört dann mit dem Fußball?
Ich glaube, so mit 13, 14, Okay. 15 vielleicht, ich weiß es nicht mehr genau. Aber ich hatte auch eine Handballpause. Okay. Ich glaube, so von 10 bis 12, 13 vielleicht habe ich nur Fußball gespielt. Und ja, dann bin ich irgendwie wieder durch die alten Schulfreunde wieder so zum Handball gekommen, ja. Okay, und wieso die Handballpause? Es gab ein Training damals, wo ich weiß nicht mehr warum, aber das war irgendwie so ausschlaggebend, dass ich irgendwie nach dem Training keinen Bock mehr auf Handball hatte. So, und dann war ich halt erstmal eine Zeit lang nicht im Handball, weil es mir irgendwie dann keinen Spaß gemacht hat. Und dann hatte ich halt mehr Spaß am Fußball. Das lief besser und ja, irgendwann hatte ich dann halt doch wieder Bock auf Handball so mit den Jungs und ja. Was ist da vorgefallen in dem Training? Kannst du das sagen? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich war ja auch noch, sage ich mal, ein kleines Kind, so mit Klar. 9, 10, so. Ja, okay, gut. Wenn du da nach Hause kommst und sagst, hey, ich wünsche mir ins Aber Handballtraining, ja, dann vielleicht war irgendwas mit dem Trainer, ich weiß kannst du es dich nicht nicht mehr erinnern. mehr. Okay. Und was war letztendlich ausschlaggebend dafür, dass du jetzt nur noch Handball spielst und nicht mehr Fußball? Das lag tatsächlich dann beim Fußball auch am Trainer. Wir hatten dann einen neuen Trainer und mit dem bin ich irgendwie dann auch nicht so klargekommen. So die Trainer vorher waren sehr gut und dann kam da halt dann ein Trainer und das hat einfach nicht harmoniert, so. Okay. Aber da habe ich auch nicht alleine aufgehört, da haben dann auch noch ein paar andere Jungs mit aufgehört, weil das einfach nicht funktioniert hat. Das war halt einfach kein Trainertyp. Okay. Er ist einfach persönlich nicht mit ihm Ja, klargekommen dann. und Okay. dann Was hast du für eine Position gespielt? Linksverteidiger eine Zeit lang Bist du Linksfuß? Ah. und auch aber offensiv Mittelfeld, Außen. Okay, du Ja. bist so schnell wahrscheinlich. Ja. Ja. Dann gut, ja, ich bin eher so Sechser, weißt du? Ja. Bulle, einfach Tank im Mittelfeld. Ja, da habe ich nicht so die körperliche Statur Ja, dafür, ja. stimmt. Okay, gut, wo waren wir stehen geblieben? Ich glaube, links außen jetzt, ne? So, wen Ja. stellst du auf links außen auf? Auf links außen. Würde ich fast den Linsky nehmen. Sag mal den kompletten Namen. Stefan Paar. Stefan Paar. Okay. Wie kommt der Spitzname zustande? Das kann ich dir nicht sagen. Das ist verrückt. Spitznamen sind verrückt, oder? Das, ja, das weiß ich tatsächlich auch nicht. Ich habe ihn unter Linsky kennengelernt und der wird immer Linsky genannt, aber Okay, und hast du einen Spitznamen? Totti. Totti? Francesco Totti? Ja. Ja, weil du so ein guter Kicker bist, oder was? Ja, ich hatte, der Cousin von meinem Vater hat mir, als ich 2 oder 3 war, ein Totti-Trikot aus Italien mitgebracht. Ja. Und das wollte ich halt als Kind Tag und Nacht anhaben und nie ausziehen. Und meine Eltern haben das tatsächlich auch nachts gewaschen. Als ich geschlafen habe, haben sie es mir so ausgezogen, gewaschen und wieder angezogen, weil ich das einfach nicht ausziehen wollte. Und deswegen war so, Also bist du das war eher so ein Sportplatz-Ding, aber so mit Totti. seit Kindesalter heißt du Totti. Ja. Ja, aber auf dem Übel, Sportplatz war das auch so, dass viele auch meinen richtigen Namen nicht wussten, so, sondern mich halt einfach nur Totti gerufen haben. hey, wie geil ist denn das, Alter? Ja. Aber es ist ein geiler Spitzname eigentlich, oder? Ja, Totti? ist schon gut, aber mich nennt eigentlich jetzt, also mittlerweile keiner mehr so. Mein Ja. Vater, mein Onkel ab und zu, meine Cousine auch, aber Okay. sonst eher weniger, ja. Ja, ich hatte. Was hatte ich für Spitznamen? Von Sucuk bis. Was weiß ich was. Warte mal, dann hatte ich auch noch ganz strikte Türke. Das gibt's auch noch ab und zu, ja. Ja. Also. Hauptsache, man hat irgendwas Dummes Irgendwas eigentlich, Dummes, was da ja. gerufen wird, ja. Ja. Also wirklich. Gut. Dann kommen wir von Linsky auf jetzt halb links. Wen hast du auf halb links? Halb links. Da würde ich den Louis Dittfeld, mit dem habe ich die ganze Jugend eigentlich zusammengespielt. Der hat sich jetzt auch unglücklicherweise im Training das Kreuzband Oh, gerissen. scheiße, gute Besserung an der Stelle. Ja, das war sehr blöd. Hast du die Aktion gesehen, was Nee, da passiert ist? nee, nee, der hat jetzt auch vor ein paar Wochen oder 1, 2 Monaten jetzt wieder angefangen, weil der die ganze Zeit Pause gemacht hatte, weil er auch was an der Schulter hatte. Und jetzt war er halt wieder im Training, hat 1, 2 Spiele gemacht und dann im Training halt eine dumme Bewegung, Knie weggeknickt und Alter.
Krank, ja. Ey. Warst du schon mal schwerer verletzt? Nee, zum Glück nicht. Toi, toi, toi. Ja, auf jeden Fall, das ist sehr gut. Ja. Ja. Toi, 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 das soll bitte so bleiben. Gut, ja. Rückraum Mitte. Da würde ich den Steffen Schwob. Ey, der Name sagt mir was. Nehmen. Der Name sagt mir was. Ja, okay, jetzt dann sag mir mal warum. Und ich überlege so lange, woher ich den kennen könnte. Ja, der hat einen Zwillingsbruder, vielleicht auch daher. Ja, von früher so, oder? Ja, wie alt ist der? Die wurden jetzt, glaube ich, 30. Okay. Wenn ich. Ich hatte es gestern mit dem Andi, hatte ich es gestern noch drüber. Wie wird der geschrieben? Schwob? Ja. Also. SCHWOB, ja. Okay. Ja, über was hattet ihr es? Ja, ich kenne ihn vom Sehen. Der hat immer gegen Barmhausen gespielt. Wann die Geburtstag hatten. Oder wie alt sie sind. Ah, okay. Ja, ich kenne den, weil die haben früher immer gegen Barmhausen gespielt. Mhm. So mit Gladbach. Da war ja der Markus Stanzel Trainer. Ist er noch Trainer? Nee. Nicht mehr. Nee. Aber er war Trainer. Ja. Ja, guck, ich kenne mich da aus. Ja. Ich kenne mich da aus. Ja, okay. Dann Rückraum rechts. Würde ich den Lukas Hessbacher aus der jetzigen ersten bei uns auch nehmen. Ja. Weil es ein Rechtshänder, der macht das einfach sehr gut für einen Rechtshänder. Ja, hat nicht jeder den Luxus, einen Linkshänder auf halb rechts zu stellen, ne? Das stimmt. Also wir haben zwar zwei Linkshänder, aber... Er spielt trotzdem auf halb rechts? Ja. Oder sind die Linkshänder nur rechts außen? Größtenteils. Also der eine auf jeden Fall und der sind andere... Sind nur zwei größtenteils. Ja, aber der andere kann theoretisch auch halb rechts spielen, aber spielt es eher weniger. Ja. Okay. Aber okay. Der macht das schon gut. Okay. Rechts außen. Rechts außen. Ja, würde ich vom Linksaußen, vom Stefan, den Andreas Paar als sein Bruder nehmen. Ah, geil, okay. Rechtshänder als Rechtsaußen. Hast du dich wie die Pest übrigens als Torhüter, ne? Ja. Also, Rechtshänder von Rechtsaußen, wie die... Also, was ist er so für ein Typ? So, knickt so der ein so, Abknicke, so ja. Knickt der so, aber so richtig auch, ja. Ey, da gibt's ein Video von meinem Ex-Trainer, der heißt Klaus Hormel, das Weltmeister 78. Und ich weiß nicht, ob der dir was sagt, aber da gibt es ein Video von ihm, wie der von rechts außen einspringt. Abartig. Der hat sich verknotet in der Luft, so sieht das aus, ne? Ja, so, so ähnlich ist es dann wahrscheinlich dann auch, ja. Alter, die Rechtshänder von rechts außen. Ey. Zum Glück, also ich bin wirklich, da kann ich wirklich sagen, so dritte Liga, da findest du sowas zum Glück nicht mehr. Wobei doch, wir haben letztens gegen Hochdorf gespielt, da ist auf einmal ein Rechtshänder auf rechts außen, hat er angefangen, okay. Aber er hat zum Glück nicht geworfen. Man kann so scheiße aussehen, wirklich, ey. Ja, du weißt halt nicht, was kommt. Nee, ist vogelwild, Alter. Ja. Ja, wirklich. Gut, wen hast du am Kreis? Am Kreis würde ich den Sebastian Baron sagen. Geiler Name. Bei uns jetzt aus der ersten auch. Okay, warum? Einfach, weil es ein guter Kreisläufer ist? Ja, einfach, ja. Also rein aus handballerischen Anlässen? Ja, okay. Ist einfach ein sehr guter Kreisläufer. Ein guter Kreisläufer. Ja. Ich muss sagen, ich habe immer großen Respekt vor Kreisläufern ohne Harz. Ja. Ne, weil wie die Bälle fangen, ist mir ein Rätsel. Dem kannst du halt auch einfach die Bälle zuspielen und er fängt sie meistens auch, ja. Ich meine, ich habe dich jetzt so noch nicht spielen sehen, ne? Was bist du für ein Spielertyp? Bist du auch mal flashy so? So ein bisschen Street-Handball-mäßig? Oder? Ja, ich muss schon sagen, so Heber, Dreher und so. Ist das deins? Ja, mache ich schon gerne. Auch mal No-Look-Pass und so? Ja, das auf Außen jetzt, sage ich mal, halt eher weniger. Ja, ja. Aber ja, doch, ich mag schon den Torwart zu ärgern eigentlich, ja. Gut. Manchmal vielleicht auch ein bisschen zu sehr, aber macht halt Spaß auch irgendwie, ne? Also, ja, solange es funktioniert. Ja. Da würde ja das Harz dir sogar auch, da sind wir wieder beim Thema, würde dir ja noch mehr helfen, ja, da so ein paar stimmt. Trickwürfe mehr. Wie ist dein Trainer, wenn du mal so einen verwirfst? Ja, die erste Reaktion von außen kriege ich ja gar nicht so mit, weil ich dann eben verworfen habe vorne.
Aber ich glaube, jeder regt sich natürlich im ersten Moment so drüber auf, so scheiße, der war jetzt nicht drin. Aber ich glaube, so dann läufst du halt hinter und dann kommt so halt auch irgendwas von der Bank, so dass der Nächste halt dann einfach drin ist und Ja. dann ist das wieder vergessen. Kennst du, also es gibt so, ich war auch mal so einer, kann ich jetzt von sprechen, so ein Trainergucker. Weißt du, was das ist? So, du hast eine Aktion und die ist vielleicht nicht so gut oder auch ein Fehler oder war sogar gut und dann ein Trainergucker guckt wirklich alle 2 Sekunden immer so. Und will eine Re oder erwartet eine Reaktion so vom Trainer und oder will gucken halt, ob es jetzt einen Anschiss gibt oder ein Lob oder sonst irgendwas. So, ich war früher, Alter, ein Ball kassiert und der Ball ist schon lange vorne und die spielen unseren Angriff und ich gucke immer noch ab und zu so mal rüber zur Bank Ob man so einen und Blick ob, bekommt, so, ja. ja. Vor allem mein Jugendtrainer, der hat wirklich tödliche Blicke geworfen, ja, das war wirklich abartig, ja. Also, mein damaliger Torhüter-Kollege und ich, wir waren wirklich, boah, chronische Trainergucker. Bist du so einer? Nee, oder? Nee, eher weniger. Also ich gucke auch öfter auch mal raus auf die Bank, aber jetzt nicht explizit wegen dem Trainer oder den Spielern so, sondern einfach, man, ja. Ich meine, du bist doch auch so ein, jetzt wo wir es gerade von so flashy und so straßenhalbermäßig haben, machst du das auch ab und zu, dass du dich mal raussetzt auf die Bank und so und dann, also ohne dass gewechselt wird. Das heißt, ihr seid kurz zu fünf hinten und die tragen den Ball nach vorne und dass du dann so bauerntrickmäßig dann von der Bank reinrennst Nee, und Ball hab ich noch nicht gemacht, rausheißt. nee. Ja, mach mal, fang mal an damit. Das ist, hast du es schon mal gesehen? Bestimmt, oder? Ja, Das machen gesehen hat man ja. es. Oder generell bei Zeitstrafen oder so, wenn die vorbei ist, wartet man ja auch Genau. oft und versucht da Genau, dann den Ball ja. Aber abzufangen, wenn ja. ihr vorne ein Tor macht oder so und die spielen irgendwie langsam raus, dass du einfach, ohne dass es irgendjemand mitkriegt, dich mal kurz auf die Bank setzt Ja. und dann mach das mal. Und Aber am jetzt. Ende ist dann rechts außen frei Nein, und das raffen die dann. gar nicht. Das checken die nicht. Weil wenn die langsam, das geht ja nur, wenn die langsam spielen, die gegnerische Mannschaft, ne? Wenn Ja. die so langsam den Ball nach vorne beim Ja, Anwurf, dann mach das mal und wenn es funktioniert hat, schreib's mir. ja. Okay? Ja. Okay. Oder wenn ich gegen Groß Zimmern zugucke, dann machst du es mal. Ja, Boah, okay, das aber wäre geil. wenn dann ein Tor passiert, dann Den nehme ich auf meine Kappe. okay. Sprich mit deinem Trainer. Sehr gut. Den nehme ich auf meine Kappe. Geil, ey. Gut, ich glaube, wir sind durch, oder? Mit der Top 7. Kreisläufer hast du ja gerade auch schon gesagt. Ja. Ich lasse jetzt noch die Option frei, ob du einen Trainer nennen möchtest, der dich so am meisten geprägt hat, so in deiner handballerischen Karriere. Oder willst du da dich nicht entscheiden? Ich hatte viele Trainer, so über die ganze Zeit, sage ich mal. Es ist ja auch manchmal so, dass ein Trainer bleibt, so jugendübergreifend. Aber ich würde fast den Markus Stanzel Ja. nennen, ja, weil er war halt damals in der Landesligamannschaft von Gladbach Trainer, als ich angefangen habe, dort zu trainieren und hat mir dann halt auch die Spielzeit gegeben. Klar hat man am Anfang 55 Minuten auf der Bank gesessen und bist irgendwo halt 2 Stunden auch hingefahren, aber da muss man halt durch. So, da muss man, braucht man halt Zeit, muss dabei bleiben und irgendwann hat man mehr Spielzeiten bekommen. Ja. Und ja, da hat er mir schon, glaube ich, ein gutes Vertrauen gegeben und mir die Spielzeit gegeben und war zeitgleich noch mein Berufsschullehrer. Ach, echt? Ja. Okay. Ja gut, da hast Ja. du den wahrscheinlich öfter gesehen als deine Familie, ey. Ja. Ja, so ungefähr, ja. Und hat es, dadurch, dass ihr so viel Zeit miteinander dann verbracht habt, gab es dann irgendwie auch mal so, dass ihr irgendwie mal angeeckt seid oder so? Oder war immer Nee, alles Friede, Freude, das eigentlich Eierkuchen? gar nicht. Ja? Man hat, das war aber auch gar nicht so, dass man in der Berufsschule, also ich hatte auch nur alle 4 Wochen eine Woche Schule, aber das war auch gar nicht so, dass er der Trainer war und ich sein Spieler, sondern er war schon Lehrer und ich war der Schüler. So, also klar hat man sich auch mal unterhalten, aber Ja. das wurde jetzt nicht die ganze Stunde über Handball Ja, geredet, so und ne, also klar. ja. Okay, verstehe, verstehe. Das ist ja ganz cool, dass ihr dann da so das so trennen konntet. Ja. Ja. Ich meine, ich hatte letztens davon, dass mein Vater mich mal trainiert hat. Aber wir konnten das so gar nicht trennen, zu Hause. Ja, das glaube ich. Alter. Ich meine, wie alt war ich da? 15, 14, 15 war ich da. Und da hat er mich trainiert und das war wirklich die Hölle, Alter.
weil ich habe es letztens schon mal hier gesagt, der hat halt immer mich, der hat es so begründet, ich vernachlässige dich oder ich mache dir das Leben schwerer, damit die anderen nicht denken, ich bevorzuge dich. So, weißt du? Und dann hatte ich immer die Arschkarte. Wenn die anderen 10 machen mussten, 10 Liegestütze, musste ich 15 machen. Also das war wirklich. Ja, ich Ja, hab, das ist immer blöd, glaube ich, ja. ja, aber ich meine, hatte gute oder auch schlechte Seiten. Also es hat im Endeffekt hat's geklappt, ne? Also, und er war mein größter Unterstützer immer in allem. So, ja. Ja, das ist auch wichtig, ja. Safe. Also Leistungssport in Deutschland so funktioniert nur mit einem Elternhaus, die dich unterstützen Ja. und auch mal den einen oder anderen Kilometer mit dir fahren. Was weiß ich wohin, ob es Lehrgänge sind, Spiele, Trainings. Ja, Ist das einfach so. stimmt. Ja. Gut, Niklas, wir haben 50 Minuten rum. Ging schnell, Ja. ne? Nichtsdestotrotz, es hat mir mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Ja, war sehr Vielen, gut. vielen, vielen Dank. Weiterhin viel Erfolg. Und Dankeschön. denk an den Bauerntrick. Ich sehe dich da, wirklich. Ich Ja, sehe dich bei ja. dem Bauerntrick. Und damit kommen wir mal zum Ende. Das war Folge 50, die Jubiläumsfolge. Kabinengeflüster präsentiert von Green Monkey und wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao.